Die Polizeiinspektion OSL, welche Karlau, Lauchhammer und Senftenberg umfasst, hat eine neue Polizeioberrätin. Mit Annette Obern übernimmt das erste Mal eine Frau die Führung der drei Reviere. Geboren im Spreewald, aber aufgewachsen in Cottbus, ist sie schon seit über 30 Jahren im Polizeidienst in Brandenburg und bringt damit reichlich Erfahrung mit. Ich habe meine Erstverwendung in der Polizeiwache Karlau und damals auch mit gekoppelt an die Autobahnpolizeiwache gehabt im höheren Dienst. Und dort hatte ich meine Erstverwendung. Ich selbst aus dem benachbarten Landkreis kenne die Region, habe dort über ein Jahr in der Polizeiwache Karlau gearbeitet als Wachenleiterin und hatte dann verschiedenste Verwendungen in der Direktion, also innerhalb des Süden von Brandenburgs. Am 2. Februar wurde sie von Polizeipräsident Oliver Stepin offiziell in ihr Amt im neuen Einsatzgebiet eingeführt. Wie schätzt die Polizeioberrätin ihren neuen Zuständigkeitsbereich ein? Die Region an sich schätze ich als sehr sicher ein. Wir haben hier also auch eine sehr gut ausgestattete Polizeidienststelle, also nicht bloß hier, sondern auch an den anderen Standorten wie Karlau und Lauchhammer, mit gut ausgebildeten, auch schon mittlerweile jüngerem Personal, die hier ihre Aufgaben, denke ich, auch mit ganz hervorragenden Ergebnissen leisten. Schwerpunkte, für die Annette Ober nun zuständig ist, sind unter anderem die Kriminalitätsbekämpfung, die Verkehrssicherheit und die Veranstaltungssicherheit. Was genau sind die Tätigkeiten der neuen Polizeichefin von Senftenberg? Die speziellen Aufgaben sind natürlich sowohl die Verantwortung für die Kriminalpolizei als auch für die Prävention, für die Revierpolizei und den Wach- und Wechseldienst und natürlich auch die übergreifenden Zusammenarbeit sowohl mit den angrenzenden Inspektionen in Sachsen als auch natürlich mit unseren eigenen OEN hier innerhalb der Direktion. Und dort eben diese Aufgabenbandbreite im Bereich der Sicherheit auch zu gewährleisten. Es gibt also viel zu tun, auch wenn sie die Region als recht sicher einschätzt. Annette Obern freut sich auf ihre neuen Aufgaben und will gut organisiert in die nächste Saison starten.